Abonniere Keytoons und lass den unendlichen Spaß beginnen! Hallo, liebe Follower! Einer der wichtigsten internationalen Feiertage steht nun kurz bevor. Halloween! Oh, yeah! Die Nacht, in der die Geister zurück auf die Erde kommen und... Und es gibt nichts Besseres, als diese Nacht mit unseren BFFs zu verbringen. Das bedeutet, beste Freunde für immer! Also habt Spaß! Ciao und wupp. Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. VIP-Fans, VIP-Fans, Freunde sein. VIP-Fans, immer zusammen. Wir sind nicht aufzuhalten. Hey. Neues Haar macht Träume wahr. I love VIP-Fans. Halloween, hab keine Angst. Ich glaube, ich bin schneller beim Einkaufszentrum, wenn ich diese Abkürzung nehme. Komm schon, Lady Gigi. Das ist nur eine dunkle und unheimliche Gasse. Es gibt keine Monster. Es muss eine Erklärung dafür geben. Eine Erklärung? Was für ein Albtraum. Dieses Monster war so gruselig. Mir stehen die Haare zu Berge. Gott sei Dank war das nur ein Traum. Jetzt werde ich erstmal meinen Followern guten Morgen sagen. Also war das gar kein Albtraum? Was mache ich nur mit meinen Haaren? Halloween! Mein liebster Feiertag. Kürbisse, Süßigkeiten, Horrorfilme. Dieses Jahr werde ich den Preis für die beste Dekoration bei Central Pet gewinnen. Ich werde meinem Salon einen super tollen Grusel-Look geben. Aber uns fehlt immer noch etwas Dekomaterial. Diese Kürbisse sind wirklich sehr reif. Die werden verfaulen. Ich habe eine Idee. Hey, Juliet, ich bräuchte mal deinen Rat. Was würdest du mit ein paar sehr reifen Kürbissen anstellen? Marmelade für das ganze Jahr machen. Was für eine tolle Idee, Juliet. Komm später in den Salon und ich gebe dir ein Glas. Sehr gerne. Bis später dann. Selbst wenn es ein echtes Monster gewesen ist. Es war echt. Sieh dir meine Haare an. Du solltest trotzdem shoppen gehen. Monster zeigen sich tagsüber nicht. Und was, wenn doch? Wenn es doch auftaucht, dann sind ja deine Freunde hier, um es in den Fuß zu weisen. Mädels, ihr seid wirklich toll. Schau, was ich gefunden habe, Lady Gigi. Damit siehst du sicher super cool aus. Das sieht umwerfend aus. Danke, aber dein Look sieht viel besser aus. Das liegt nur daran, dass du noch keine Zeit hattest, dich zu schminken. Lasst uns dieses Monster suchen. Na los, Mädels. Mädels? Ja. Wir kommen. Und jetzt das Allerwichtigste. Wo sind meine Kürbisse? Sieh mal, Onkel. Ich habe aus deinen Kürbissen Marmelade gekocht, damit sie nicht schlecht werden. Was? Die waren doch für die Dekoration. Was für ein Desaster. Das waren die letzten Kürbisse im Laden. Autsch, mein großer Zeh. Also es wird sicher eine Lösung geben. Hier entlang. Folgt mir. Es war hier auf dem Gerät. Es war hier auf dem Gerät. Es war okay, hier. Okay, Lady Gigi. Einatmen. Ausatmen. Sieh mal, da ist Lady Gigi. Lass uns zu ihr gehen. Lady Gigi. Oh nein, so dürfen meine Follower mich auf keinen Fall sehen. Wir lieben dich. Wo läuft sie denn hin? Keine Sorge, ich habe eine Idee. Willst du mitkommen und etwas Marmelade probieren? Marmelade? Aber wie hilft mir das denn bei meinem Haarproblem? Oh, wartet. Oh.
Fabio? Fabio! Und weil ich aus der Kürbisdekoration Marmelade gemacht habe, ist er jetzt sehr traurig. Ich habe eine Idee. Oh, die Sache mit den Kürbissen ist ein Desaster. Ein Desaster. Hi, Fabio. Oh, du hast ein Bad Hair Day, Liebes. Also, dieses Desaster können wir beheben. Shopping Style. Die perfekte Frisur fürs Halloween-Shopping. Oh, Halloween. Und ich habe keine Kürbisse. Naja, ich habe eine Überraschung für dich. Wir haben für Halloween Kürbiskekse mit Marmelade gebacken. Wow, man kann mit den Keksen nicht nur dekorieren, sondern sie auch noch essen. Das wird ein Riesenerfolg. Während Fabio mich frisiert hat, habe ich mir überlegt, wir sollten shoppen gehen und das Mysterium lösen. Mit diesem Make-up seht ihr so mutig aus. Ich liebe es, mit euch shoppen zu gehen. Und wenn es ein Monster gibt, hat es sicher Angst vor uns. Hallo, Follower. Hier bin ich wieder. Bereit zum Shoppen gehen. Heute erschreckt mich kein Monster. Friss mich nicht! Ich will doch nur shoppen gehen! Aber Lady Gigi, das ist die aufblasbare Werbepuppe vom Einkaufszentrum. Seht ihr, Follower? Es gibt gar keine Monster. I love VIP Pets! Seht mal, Mädels, mein Frauchen hat ein Glätteisen gekauft. Das muss ich sehen. Wie stellt man das ab? Zum Glück war die Batterie fast leer. Gwen, du bist die Beste. Denk daran, wir haben morgen unser erstes Spieltreffen. Lasst uns alle fabelhaft aussehen, okay? Ich habe gar nicht genug Emojis, um zu zeigen, wie aufgeregt ich bin, euch endlich alle kennenzulernen. Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. VIP-Fans, VIP-Fans, Freunde sei VIP-Fans. Immer zusammen, wir sind nicht aufzuhalten. Neues Haar macht Träume wahr. I love VIP-Fans. Der VIP-Fans Club. Das ist der coolste Schleim. Nein, 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 nein. Was mache ich jetzt nur? Drama! Schon wieder zu spät. Guten Morgen, Onkel. Hier bin ich. Oh! Hi, Onkel Fabio. Entschuldigung, ich bin gestolpert und... Keine Sorge. Das Wichtigste ist, dass du hier bist, um mir zu helfen. Du bist meine Lieblingsnichte. Ich bin deine einzige Nichte. Ach, wirklich? Jetzt komm ich! Woo! Cooler Sprung! Und ich bin die Erste. Hey. Hi, Taylor. Ich bin Gwen. Mir gefallen deine Haare. Oh, danke. Du bist echt nett, Gwen. Freunde, ich bin fast da. Ich konnte nur irgendwie kein WLAN finden. Vielleicht sollten wir dich statt Lady Gigi doch lieber Lady WLAN nennen. Hey. Hallo, ihr drei Schönheiten. Mein Frauchen hat diese Cupcakes verbrannt. Aber ich glaube, wir können sie trotzdem essen. Danke. Die sind wirklich gut. Ah, das freut mich. Endlich. Ich habe mich so darauf gefreut, euch alle kennenzulernen. Wir fügen gequirltes Rührei hinzu. Gewöhnliches Spülmittel. Zwei Scheiben Wurst. Laut diesem Rezept reinigt dieses hausgemachte Shampoo alles. Super Drama! Unglaublich! Ich hab die Sachen angerufen. Wow! Oh,
Seht euch ihre Wellen an. Und ihre Strähnchen. Oh, wer ist bloß ihr Friseur? Ich muss dorthin. Sie ist von dort gekommen. Was? Es muss noch einen anderen Eingang geben. Kommt. Aber hier ist ja nichts. Außer Geschirr. Und lauter altmodischer Friseurzubehör. Hier gibt's überhaupt nichts zu sehen. Ist alles okay? Das ist großartig! Das müsst ihr ausprobieren! Juliet. Taylor. Alexia. Lady Gigi. Gwen. Hey! Hi! Hm? Das ist aber wirklich eine coole Kappe. Hi! Ja, die ist nicht schlecht. Aber deine Frisur gefällt mir besser. Die habe ich nicht selbst gemacht. Das war... Psst. Das ist ein Geheimnis. Also, unsere Frisuren hat ein Freund gemacht. Was für ein Freund? Ein ganz wundervoller. Er ist das Beste, was mir je passiert ist. Du weißt gar nicht, wie talentiert unser Freund mit dem Kamm umgeht. Keiner ist so gut wie er. Sieh, was er aus uns gemacht hat. Aus uns? Ja, wir sind alle befreundet. Ich stelle euch vor, das sind Taylor, Juliet, Alexia, Lady Gigi und, naja, und ich. Ich bin Gwen. Hi, ich bin Nila. Was ist los? Ich habe einen kleinen Unfall mit meinen Haaren gehabt. Das ist doch gar nichts. Mein Haar ist heute Morgen fast von einem Glätteisen gefressen worden. Du bist so hübsch, du brauchst dein Haar gar nicht zu frisieren. Komm schon, runter mit der Kappe. Was für ein Desaster. Und was mache ich denn jetzt nur? Du brauchst dich für gar nichts zu schämen. Du bist ein ganz besonderes kleines Hündchen, ganz egal, wie du aussiehst. Für dieses Problem gibt es nur eine einzige Lösung. Ist das denn sicher? Ja, ist es. Keine Sorge. Ich bin nicht so sicher. Los! Das ist großartig! Toll! Wow! Hier gibt's einfach alles. Einen Haarstyling-Bereich, Waschbecken, Wartebereich. Und das ist der Glycerator. Hi, ich bin Fabia. Du bist aber schnell zurück, Gwen. Wir haben hier ein kleines Problem. Also da rufe ich besser meinen Onkel. Fabio! So, so. Was haben wir denn hier? Ich hatte einen Unfall mit... Schleim. Du brauchst nichts weiter zu sagen. Ich habe schon alles Mögliche in Haaren kleben gesehen. Currysoße, Kaugummi, Schokolade. Wir hatten sogar schon mal zwei kleine Hunde, die aneinander festklebten. Und sie sind fröhlich hier rausgegangen. Jeder einzeln. Geh mal zum Waschplatz und wir sehen, was ich machen kann. Keine Sorge, Fabio ist ein Genie. Aus unserer neuen Freundin gemacht hat. Nila! Du siehst toll aus! Willkommen in der Gruppe! Neues Haar? Traum wird wahr! Wir sind DLPS! I love VIP Pets! Auf zum Rekord! Was stimmt nicht mit ihr? Lass sie in Ruhe! Wow, seht mal, ein Skateboard-Wettbewerb. Und es gibt eine Kategorie für Hunde. Ich muss da mitmachen. Ich hol mein Skateboard und fang an zu trainieren. Yeah! Houston, wir haben ein Problem. Hm? Wer ist Houston? Ach, vergiss es. Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. VIP-Fans, VIP-Fans, Freunde sei VIP-Fans. Immer zusammen, wir sind nicht aufzuhalten. Yeah! Neues Haar macht Träume wahr. I love VIP-Fans.
Taylor nicht online. Ich glaube, wir werden Taylor die nächsten Tage nicht sehen. Warum? Sie trainiert sehr hart für den Wettbewerb. Ich habe gehört, der Weltrekord liegt bei 3,5 Loops. Und sie will 4 Loops machen. Das ist unmöglich. Aber es ist ihr Traum, nicht wahr? Also, sie strengt sich so sehr an. Deshalb müssen wir sie unterstützen. Yeah! Freundschaft ist das Allerwichtigste. Ruff, ruff. Diese ganzen Drehungen lassen ihr Haar wie Spaghetti aussehen. Hi, Kiara. Taylor trainiert den ganzen Tag lang. Sie ist echt motiviert. Ich hab doch gesagt, das ist die falsche Lieferung. Dieses Haarspray ist speziell für Sportlerhunde. Ich kann es nicht gebrauchen. Onkel, kauf es einfach. Das ist perfekt für Taylors Haar. Sie kann es benutzen, wenn sie ihre Tricks macht. Ups, einen Moment. Du meinst, ich sollte es behalten? Na klar, Onkel. Lass es uns ausprobieren. Bitte. Oh. Wow, nicht mal ein Tornado könnte dieses Haar durcheinander bringen. Ich kann nichts sehen. Hi, ich bin's, Gwen. Wir machen eine Chill-Out-Session bei mir. Bist du dabei? Tut mir leid, Mädels, ich bin nicht in Stimmung. Was ist los, Taylor? Ist es wegen des Wettbewerbs? Ich muss noch mehr trainieren. Mein Haar sieht furchtbar aus und ich kann so nicht weitermachen. Aber wenn ich jetzt aufhöre, kann ich den Wettbewerb nicht gewinnen. Ich will allein sein. Arme Taylor, wir müssen etwas tun. Wir müssen Fabia und Fabio anrufen, damit sie ihr Problem lösen können. So kann sie nicht antreten. F&F Haarsalon, hallo? Kiara, wir brauchen einen Termin und zwar dringend. Es geht um Taylor und um Leben und Tod. Fabio! Ich habe viel trainiert. Ich will die 4 Loops schaffen und den Preis gewinnen. Aber mit diesen Haaren kann ich überhaupt nichts sehen. Wer kann das neue Superspray benutzen? Mal sehen. Erst müssen wir dieses Durcheinander in Ordnung bringen. Style. Oh, der Wettbewerb fängt bald an. Du hast Glück, dass deine Freunde gerade rechtzeitig angerufen haben. Was ist los, Taylor? Gefällt's dir nicht? Das ist es nicht, Fabio. Ich vermisse meine Freunde so sehr. Ich habe sie vernachlässigt, um zu trainieren. Wir Elite-Sportler sind sehr einsam. Wir müssen etwas tun. Mädels, wir haben Taylors Problem gerade gelöst. Jetzt liegt es an euch, sie bei dem Wettbewerb zu unterstützen. Diesmal hat Fabia recht. Los, VIP-Pets! Dieses Mal? Ladies und Gentlemen, und in der Kategorie Hunde, direkt aus Glam City, sehen Sie Taylor! Oh nein! Wo sind meine Freunde? Okay, Freunde, lass uns das beenden. Denkt daran, Fotos mit Blitz sind nicht erlaubt. Auf vielfachen Wunsch geben wir Taylor eine zweite Chance. Taylor! Ich bin so froh, dass ihr hier seid. Ihr habt mir gefehlt. Du hast so hart trainiert, Taylor. Das ist deine Chance. Hey, hey, hey.
letztes den vierfachen Loop geschafft hat. Ja, sicher. Aber beinahe hättest du mit deinem Blitz alles ruiniert, Lady Gigi. Das Wichtigste ist, dass Taylor für all die harte Arbeit und das Training belohnt wurde. Nein, das Wichtigste ist, dass ich gelernt habe, dass ich es niemals ohne meine Freunde geschafft hätte. Naja, aber diese Trophäe ist etwas Besonderes. Was sind denn das für Leckereien? Kann man die essen? Wow, die sind gut. Entschuldigt, Vince, ich muss mal auf die Toilette. Vielen lieben Dank, Freunde. Ich werde nie wieder einen Wettbewerb über unsere Freundschaft stellen. Oh, wow, seht mal, ein Surfwettbewerb. Und es gibt sogar eine Hundekategorie. Da muss ich teilnehmen. Wir sehen uns, Freunde. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Was? Vergiss es. Ich bin wach. Ich habe geschlafen. Ah, dringende Nachricht. Taylor will uns alle so schnell wie möglich sehen. Lass uns gehen. Ich bin wach. Was ich euch sagen wollte, ist, dass ich uns alle beim allerwichtigsten Tanzwettbewerb der Welt angemeldet habe. Bei der tierischen Tanzwelt. Nein. Was? Ich tanze eben einfach nicht so gerne. Ich auch nicht. Ich habe kein musikalisches Gehör. Aber die tierische Tanzwelt ist kein gewöhnlicher Wettbewerb. Es ist der wichtigste Haustier-Tanzwettbewerb auf der Welt. Es ist nur, wir wollen daran nicht teilnehmen. Bei Wettbewerben wirst du immer etwas, wetteifern. Ein bisschen. Du musst immer gewinnen. Immer. Immer. Das ist wahr. Ja, und das macht uns ziemlich nervös. Ich will nicht immer gewinnen. Naja, normalerweise schon, aber diesmal nicht. Ich möchte es einfach genießen und Spaß haben. Wir müssen nicht den ersten Platz machen. Bitte, bitte, bitte. Na gut. Okay. Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. VIP-Fans, VIP-Fans, Freunde sei. VIP-Fans, immer zusammen. Wir sind nicht aufzuhalten. Neues Haar macht Träume wahr. I love VIP-Fans. Tierische Tanzwelt. Hör gut zu, was geht ab? Wenn du deinen Look stylen willst und das Wachs nicht hält, komm schnell herum und sei nicht dumm. Wickler, Haarspray und Strand am Mittag, komm herein und ich mach dich fein. Darf ich fragen, was du machst? Ich rappe. Fabius Haarsalon plant mit Rap-Tricks mehr Kunden anzuziehen. Rap ist total out. Es ist besser, ein Promo-Video zu machen mit moderner Musik und Bildern vom Salon. Ich habe da ein paar Ideen. Auf keinen Fall. Mein Style ist überwältigend, funkelnd, fesselnd und offensichtlich erfolgbringend. Ja, und enttäuschend. In Ordnung. Jeder von uns wird ein Video aufnehmen und der Bessere gewinnt. Mädels, hervorragend. Bravo, wir sind auf dem richtigen Weg. Wenn wir so weitermachen, gewinnen wir. Das dachte ich mir. Taylor, du hast gesagt, es geht nicht ums Gewinnen. Außerdem motiviert mich diese Musik überhaupt nicht. Und langsam werden wir auch müde. Okay. Natürlich ist es das Allerwichtigste, dass wir alle Spaß bei der Sache haben. Aber könnt ihr nochmal von vorne anfangen? Es ist so schön, euch tanzen zu sehen. Neue klitzekleine Änderung. Juliet und Gwen, dieses Mal ein bisschen koordinierter. Und Nila ein bisschen stärker. Lady Gigi, Alexia, ein bisschen zu langsam. Und ist ja auch egal. Schritt für Schritt. Vielleicht machen wir den dritten Platz oder den zweiten. Vizemeister, nicht übel. Was für ein Desaster. Ich meine, wir haben wirklich Spaß. Ein bisschen Welpentanz wird uns gut tun. Okay, 5 Minuten Pause. Oh, endlich. So, das reicht. Hopp, hopp, hopp. Was für ein hartes Training. Stimmt, aber ihr kriegt das sicher hin. Ja. Fabio Salon, Influencer-Style. Der Salon der Zukunft mit allem drum und dran. Hier der Arbeitsbereich zum Frisieren und Waschen. Die besten Haarsprays und Farbtönungen. Coole Farben haben wir. Es ist unmöglich, mit dir etwas Ernsthaftes hinzubekommen. Geht mir genauso. Wir brauchen einen unparteiischen Richter. Chiara, wer hat dir besser gefallen? Los, Chiara, wer ist der Coolste hier? Wenn wir den zweiten Platz
Taylor! Was ist denn jetzt wieder? Ich kann mich mit dieser Musik nicht konzentrieren. Ich bin nicht motiviert. Vorsicht! Vorsicht! Autsch! Los, Mädels! Auf! Wir haben keine Zeit zu verlieren! Hopp, hopp, hopp! Gehen wir, Mädels! Sie gucken gerade nicht! Na los! Okay, wir haben sie abgehängt. Endlich habe ich euch gefunden. Keine Zeit zum Ausruhen, Zeit zum Trainieren. Na los, Mädels, ich glaube an euch. Das macht keinen Spaß mehr. Vielleicht sollten wir uns verstecken, bis sie den Wettbewerb vergessen hat. Du hast recht. Wir gehen zu dir, Gwen. Guten Abend, Freunde. Fabio und Fabia präsentieren euch den neuen Haarsalon. Onkel, das sieht wirklich toll aus. Ja, die Aufnahme ist großartig. Wenn wir zusammen sind, sieht der Haarsalon viel größer aus. Und viel bunter. Ich glaube, wir haben einen Weg gefunden, um den Salon zu promoten. Was meinst du, Chiara? Ja. Das war ein toller Lauf. Toll. Freunde? Ich dachte, sie wären direkt hinter mir. Es sieht aus, als wäre ich allein. Habe ich es mit dem Training übertrieben? Ich glaube ja. Ich glaube, mein Drang zu gewinnen hat alles zerstört. Ich muss mit ihnen reden. Ich kann nicht mehr. Psst, schrei nicht so. Freunde, seid ihr hier? Wenn ich die Augen schließe, höre ich sie. Ich höre sie auch. Wir hören sie alle. Taylor ist hier. Das ist sie, das ist sie. Freunde, ist irgendjemand da? Es sieht so aus, als wäre niemand daheim. Also, es sieht so aus, als wäre niemand da. Aber wenn sie hier wären, würde ich mich entschuldigen. Ich weiß, ich bin ein bisschen anstrengend, was Gewinnen oder Verlieren betrifft. Ich habe nur noch ans Gewinnen gedacht und nicht daran, dass Freundschaft doch viel wichtiger ist. Ich wünschte, sie wüssten, wie sehr ich sie lieb habe. Ich hoffe, ich sehe sie später. Was, wenn sie mir nicht vergeben haben? Ich werde eine einsame Vizemeisterin sein. Wir müssen einen Wettbewerb gewinnen. Sagte ich gewinnen? Ich meine Zweiter werden. Ihr seid alle da? Du bist unsere beste Freundin. Und die Einzige auf der Welt, die wirklich an uns glaubt. Wir gehen zu diesem Wettbewerb und gewinnen unseren wohlverdienten zweiten Platz. Wir sind die VIP-Pets. Nur eine Sache haben wir vergessen. Hi, Fabio. Wir brauchen dich. Ich habe die Lösung für euch. Bereit, Fabio? Ich werde deine Hilfe brauchen. Na klar. Sie tanzen. Oh, ich liebe es. Das macht ihr ganz toll. Dieses Jahr gewinnen wir sicher. Taylor. Taylor. Yeah. I love VIP Pets. Guten Morgen, Welt. Heute ist ein großartiger Tag. VIP Pets, guten Morgen. Seid ihr bereit für das Musikfestival? Wir werden tanzen. Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. VIP-Pets, VIP-Pets, Freunde sei VIP-Pets. Immer zusammen, wir sind nicht aufzuhalten. Neues Haar macht Träume wahr. I love VIP-Pets. DJ Gwen. Seht ihr? Ich habe alle Bands unterstrichen, die ich gerne auf dem Festival sehen würde. Und diese hier will ich zuerst sehen. Dogs Farm. Ach, ich bevorzuge Musik mit guten Vibes. Kennt ihr Mokio? Ich würde gerne wohin, wo wir tanzen können. Woo. DJ Dance ist die Beste. Richtig cool. Wir werden so coole Bands sehen. Ihr werdet sehen, das absolut coolste ist jetzt Trap. Wie auch immer, ich muss auf jeden Fall DJ Dance sehen. Oh. Gehst du zu dem Festival? Oh. Ich mag keine Menschenmengen. Also, ich liebe Festivals. Als ich jung war, also jünger, war ich auf jedem Festival. Au! Das ist lange her. Das war quasi in einer anderen Galaxie. Früher war ich Friseur für die größten Künstler. Wirklich? Sicher. Ich war der Schöpfer von toupiertem Haar. Und auf einmal hat es jeder kopiert. Ja, klar. Und das Glätteisen hast du auch erfunden. Genau. Und das verwendet jetzt jeder.
Welche berühmten Stars hast du gestylt? Viele, viele. Ich zeig dir irgendwann mal ein paar Fotos. Ich glaube wirklich nicht, dass Trap-Musik so cool ist. Also mir gefällt's nicht. Das Wichtigste ist, dass wir zusammengehen, oder? Wir sind die VIP-Pets. Also kein Drama. Uff. Und wen werden wir als Letztes sehen? DJ Dance. Lass uns tanzen. Ich sehe überhaupt nichts. Hier sind zu viele Menschen. Nicht. Also ich sehe viele Beine. Ich hätte zum Trap-Konzert gehen sollen. Wenn man da nichts sieht, kann man zumindest tanzen. Warum holen wir uns nicht etwas zu essen? Nein, besser wir finden einen guten Platz für das nächste Konzert. Warte, wir haben noch Zeit, bevor es beginnt. Und ich muss noch was essen, um Energie fürs Konzert zu haben. Und ich möchte ein Foto von meinem Essen im Internet teilen. Man sieht nur Beine auf den Bildern, die du gemacht hast. Und wir werden überhaupt nichts sehen. Wir werden ebenfalls keinen Blick erhaschen, wenn wir zu hungrig sind und ohnmächtig werden. Schrei nicht, du machst mich fertig. Lasst uns tief durchatmen. Wir wirken gestresst und das löst unser Problem auch nicht. Ich bin raus, ich bin so hungrig. Okay, Mädels. Da wir jetzt gegessen haben und Wasser aus dem Brunnen trinken konnten, können wir zurück zum Konzert? Ich werde shoppen gehen. Oder zu Fabio. Wollen wir zu Fabio gehen? Wir können doch später noch zu Fabio gehen. Heute ist ein besonderer Tag. Ich würde gerne mitkommen, aber meine kleine Pfote tut weh. Ich gehe lieber in Central Pet. Ja! Gehen wir ins Kino! Oh nein! Ich sagte ihr, du wirst groß rauskommen. In dem Moment wusste ich nicht, dass die Leute noch Jahre darüber reden würden. Sie war also die Erste mit toupiertem Haar? Die Erste. Und du hast den Style erschaffen? Mhm. Ich liebe es. Erzähl mir mehr. Kennst du die Irokesenhaarschnitte? Jetzt wird er gleich sagen, dass er sie erschaffen hat. Nun, ich habe sie erschaffen. Vor einigen Jahren war ich in London und... Ich konnte nichts sehen. Es sind so viele Leute da. Oh, diese Konzerte haben mein Haar in eine Löwenmähne verwandelt. Fabio, ich brauche dich. Dann komm her. Ich werde gestylt. Aber warum machst du so ein Gesicht? Hast du deine Lieblings-DJin gesehen? Ihr Auftritt kommt noch. Sie ist die Letzte. Aber bisher war es eine Katastrophe. Ich bin nicht in der Stimmung, sie jetzt zu sehen. Ich muss was tun, aber was? Ah, ich hab's. Ich werde dir einen Konzertlook verpassen. Den mache ich nur für ganz besondere Anlässe. Nennen wir ihn den einzigartigen Look, der deine Träume wahr werden lässt. F&F. Alles 100% natürlich. Und mit einer Geheimrezeptur. Wirklich? Ich sag's mal so, deine Lieblings-DJin widmet sich immer noch der Musik wegen dieses Looks. Das glaube ich nicht. Normal. DJ Dance? Das ist richtig. Onkel, du bist wirklich großartig, aber das glaubt dir niemand. Probieren wir es einfach aus. Ich glaube, dass ich diese Frisur noch nie so gut hinbekommen habe. Wow, ich fand den Film toll. Er war der Wahnsinn. Seht ihr das? Wuff. Cool. Hübsch. Du siehst super aus. Echt toll, dein Look. Wuff. Kommt, Mädels. Lasst uns zurück zu den Konzerten. Aber da sind so viele Menschen. Wir werden nichts sehen. Keine Sorge. Folgt mir einfach. Ihr werdet schon sehen. Sie sieht aus wie DJ Dance. Sie hat die gleiche Frisur. Sie ist ein Star. Seht ihr? Jeder macht uns Platz. Ja, die erste Reihe gehört uns. Warum erzählt ihr solche Geschichten? Und wo ist das Glätteisen? Oh. Wow, es stimmt also. Ich bin beeindruckt. Naja. Nicht alles. Eigentlich wurde DJ Dance nicht wegen meines Looks erfolgreich. Warum nicht?
Sie hat es selbst geschafft. DJ Dance hat nur etwas Selbstvertrauen gebraucht. Genau wie Gwen. Erste Reihe, wir haben es geschafft. Neues Haar macht Träume wahr. Wir sind die VIP-Pets. Ja! Yeah. I love VIP-Pets. Habt ihr schon mein allerneuestes Video gesehen? Es war ein voller Erfolg. Seht ihr? Herz, Herz, Stern, Herz, Herz. Du hast so viele Follower, dass du den Glitzerpony-Trend zurückbringen könntest. Na klar. Ich bin Gigi-Influencerin, die bekannteste im ganzen Internet. Autsch! Vielleicht sollte ich meine Meinung zu Glitzerponys abgeben. Ich könnte es wieder zum absoluten Frisurentrend werden lassen. Ciao, Gigi-Freunde. Was? Anscheinend ist dir der Ruhm zu Kopf gestiegen. Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. VIP-Pets, VIP-Pets, Freunde sei VIP-Pets. Immer zusammen, wir sind nicht aufzuhalten. Neues Haar macht Träume wahr. I love VIP-Pets. Da ist Gigi. Ja, mein Post über den exklusiven Glitzerpony ist der super Trend. Eine Nachricht von meinen Freundinnen. Ich antworte später. Ein Influencer zu sein, ist wirklich harte Arbeit. Ruff. Und damit, liebe Follower, ist die Frisur bereits fertig. Ich habe dieses Tutorial so oft gesehen, aber ich kriege diese Frisur einfach nicht hin. Ich bekomme nur einen gewöhnlichen Look hin. Das ist das Ende meiner Karriere. Onkel, warum machen wir es nicht zusammen? Nein, das ist eine persönliche Herausforderung für mich. Ich glaube, wir sollten etwas tun, damit mein Onkel sein Selbstvertrauen zurückbekommt. Lady Gigi hat nicht auf unsere Nachrichten geantwortet und außerdem ist sie nicht zum Yoga gekommen. Ich habe sie heute Morgen an der Promenade gesehen. Ihre Fans sind ihr gefolgt und haben Fotos gemacht. Mädels, bitte konzentriert euch. Und jetzt die Lotusposition. In den letzten Minuten hat sie zu allem ihre Meinung abgegeben. Das ist anstrengend. Lady Gigi ist hier. Lady Gigi. Es ist unmöglich, so einen Yogakurs zu unterrichten. Du bist gekommen. Wir haben uns schon so auf dich gefreut, aber da du nicht auf unsere Nachrichten geantwortet hast, dachten wir, du hättest die Stunde vergessen. Stimmt's, Nila? Ich war so damit beschäftigt, meinen Fans zu antworten. Und da ich die Lehrerin dieses Kurses bin, sage ich keine Telefone. Gut. Also, wo war ich? Oh, der Lotus. Na los, Mädels. Nur eine Nachricht. Sie wird schon nicht. Lady Gigi! Komm schon, Nila. Keine Sorge. Ich weiß, aber ich hätte mich während des Yogakurses nicht so aufregen sollen. Was, wenn unsere Freundschaft dadurch für immer zerbricht? Nila, das würde doch niemals passieren. Wir sind die VIP-Pets. Ich bin ein sehr guter Friseur. Oder nicht? Ich bin gut. Oder nicht? Oder nicht? Vergiss das mal, Onkel. Denk daran, wer hat die umgedrehten Wellen erfunden? Du. Und wer hat den coolsten Haarsalon in ganz Glam City? Du. Du und nochmals du. Ja, ich kann das schaffen. Ich gebe nicht auf, bis ich es perfekt mache. Onkel, ich helfe dir, wenn du willst. Nein, danke, liebe Nichte. Legen wir los. Na los, Chiara. Komm mit mir. Okay. Ich war ein bisschen egoistisch, aber ihr könnt mich einfach nicht verstehen. Gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Ohne meine Freunde wird das langsam ein bisschen langweilig. Tausende Herzchen, Eiscreme, mehr von dir, Kackerhaufen. Ich würde so gerne Yoga mit meinen Freundinnen machen. Ich liebe alles, was sie sagt. Sie hat einfach immer recht. Und ich war so sauer beim Yoga. Sie fehlt mir. Lady Gigi! Ein kleines bisschen hier. Und das war's. Fabios Undone-Look. Wenn man vom Motorrad steigt, wird das Desaster gar nicht auffallen. Versuchen wir's. Sorry, Fabio. Ich muss sagen, deine exklusive Frisur hat einfach überhaupt nichts Exklusives. Onkel? Onkel, ist alles okay? Du hast recht, Chiara.
Es ist eine schreckliche Frisur. Weißt du was, Fabia? Vielleicht braucht man für den exklusiven Event-Look doch 4 Hände, um ihn richtig zu stylen. Würdest du mir helfen, Fabia? Du bist der beste Onkel der Welt. Ich vermisse meine Freundinnen so sehr. Sie sind einfach großartig. Und sie haben nicht aufgehört, Spaß zu haben. Und ich bin so hart zu ihnen gewesen. Ein Influencer zu sein, macht gar keinen Sinn, wenn man sein Leben gar nicht mit seinen Liebsten teilen kann. Ich muss unbedingt mit ihnen reden. Also Mädels, ich möchte euch etwas sagen. Es tut mir wirklich leid. Es gibt keine Entschuldigung dafür, dass ich euch nicht zugehört habe und zu spät zu Nilas Unterricht gekommen bin. Mir tut es auch leid, Lady Gigi. Ich hätte nicht so böse mit dir sprechen sollen. Es ist okay. Du fehlst uns. Ich liebe euch, Mädels. Wir vermissen dich auch. Ja. Denkt ihr auch, was ich denke? Ja, Freunde. Es hat mir so gefehlt, mit euch Yoga zu machen. Mir hast du so gefehlt? Das ist ein wirklich exklusives Event. Wer von euch will unseren exklusiven Look ausprobieren? Lady Gigi. Ja, Lady Gigi. Wir haben die beste Vierhandfrisur in ganz Glam City. Mach die Musik an, Gwen. Der exklusive Event-Style. Unglaublich! Ruff, ruff. Willst du nicht deine Nachrichten checken? Auf keinen Fall! Ich genieße die Zeit mit meinen Freunden und in diesem Moment gibt es nichts, was wichtiger wäre. Oh. Also, es sieht so aus, als hätten auch deine Fans diese Lektion gelernt. Was ist das Leben? Eine Illusion, ein Schatten, eine Vorstellung. Und die größte Tat ist klein. Alles Leben ist ein Traum und die Träume selbst. Ah, und Träume sind Träume. Liebes, das machst du wirklich toll. Ich liebe Theater. Hey, sieh mal, ein Casting für Katzen, männlich und weiblich. Das ist meine große Chance. Naja, eine Katze zu spielen ist nicht einfach. Du weißt schon, was du tun musst. Ja, ich werde alles geben. Miau. Und was machen weibliche Katzen? Sie schleichen sich an und bewegen sich sehr elegant. Sie sind geduldig und besonders... Oh, meine Hundegefühle sind mit mir durchgegangen. Ich muss lernen, meine Gefühle unter Kontrolle zu halten, wenn ich die Hauptrolle bekommen will. Ich muss mich noch besser konzentrieren. Oh. Hm. Ich glaube, ich muss noch mehr proben. Wie spät ist es? Oh. Was riecht denn hier so? Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. VIP-Pets, VIP-Pets, Freunde sei VIP-Pets. Immer zusammen, wir sind nicht aufzuhalten. Neues Haar macht Träume wahr. I love VIP-Pets. Wie riecht das? Das war hervorragend. Hat aber komisch gerochen, nicht wahr? Vielleicht haben sie das Rezept geändert? Nein, es riecht schon den ganzen Tag komisch. Ihr merkt das nicht. Aber wir Katzen haben einen sehr feinen Geruchssinn. Miau. Ja, ja, natürlich. Mit diesem Geruch kann ich mich nicht auf meine Rolle konzentrieren. Hi, Onkel. Oh, ihr riecht komisch. Die Rohre sind verstopft. Es ist unmöglich, sie wieder freizukriegen, egal wie viele Male ich den Knüppel ansetze. Aber Onkel, man wirft keine Haare in den Abfluss. Keine Sorge, Fabia. Ich repariere das im Handumdrehen. Es stinkt furchtbar. Wir müssen unbedingt herausfinden, wo dieser schreckliche Geruch herkommt. Aber wie? Überlass das mir. Ich werde den Fall mit meinen katzenartigen Fähigkeiten lösen.
liegt ein Hamburger. Diese Menschen sind so schlampig. Haben Sie denn die Mülleimer nicht gesehen? Vielleicht kommt der Geruch ja von dem Hamburger. Nein, der ist nicht schlecht, sondern richtig gut. Was denn? Ich hatte Hunger. Hey, die Spange, die du da trägst. Hier ist eine weitere Spur. Komm schon. Dieses viele Laufen hat mich ganz müde gemacht. Es kommt von hier. Nein, Mädels, mir ist nur etwas rausgerutscht. Ja, du bist das. Was? Es ist Vogelkaka. Ist es das, was ich fühle und rieche? Ich meine, miau. Miau. Ich kann nicht mehr. Ich versuche das schon den ganzen Tag. Aber zusammen sind wir stärker. Was ist das, Onkel? Das müssen die Haare sein, die ich immer runterspüle. Was? Du wirfst die Haare jeden Tag hier rein? Aber Onkel, man wirft keine Haare in die Toilette. Und außerdem verschwendest du so einen Haufen Wasser. Sieh, was du getan hast. Aber es geht doch jetzt wieder. Oh, tragisches Schicksal. Miau. Es hat versucht, miau, mich auszutricksen. Chiara, du hast jetzt lange genug die traurige Katze gespielt. Hol Tiefluft. Atme ein und aus. Ich habe eine Idee. Meine Katzenkarriere ist vorüber. Ich wurde meinem Schicksal überlassen. Ohne. Es riecht nicht mehr schlecht. Ich muss zu einem Casting gehen und so kann ich da nicht hin. Oh. Und was, wenn wir zu Fabio gehen? Ja. Hier riecht es auch schlecht. Hi, Chiara. Unsere Rohre sind verstopft. Chiara, was ist mit deinem Haar passiert? Ich hatte es gerade frisiert. Ach, Fabio. Ich habe ein Casting für die Rolle der Katze in einem großen Film, aber ein Vogel hat mir auf den Kopf gemacht. Und dann haben die VIP-Pets versucht, mir zu helfen und jetzt bin ich ganz nass. Ah, ich hab's. Eine ganz besondere Frisur, mit der du beim Casting sicher herausstechen wirst. Du spielst die Katze wirklich gut. Und einen Haarreif mit Katzenohren. Fashion Cat Style. Vielen lieben Dank. Gern geschehen, Chiara. Und ein paar Sprühstöße Katzenpfeffer. Damit du dich in die Rolle einfühlen kannst. Super Miau! Auf zum Casting! Sie sind so cool! Nicht schon wieder! In den Mülleimer damit, Onkel! Ich hoffe, sie wählen mich aus, denn dank euch bin ich wirklich gut vorbereitet. Du schaffst das, Chiara. Du bist die Beste. Ja, keine Sorge. Nächster Hund im Casting für die Hauptkatze. Chiara, du musst einen Vogel fangen. Entschuldige, mein Freund. Habe ich dir wehgetan? Sehr gut, Chiara. Du hast die Rolle. Ah, ja, du hast es geschafft. Das hast du toll gemacht. Danke, Freund.